Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Schüssen, einer neuen Folge Halo. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir stehen hier neben unserem Anzug. Wir sehen eigentlich auch noch richtig schnieke aus, vor allen Dingen jetzt in der Lederrüstung. Gar nicht mehr zu vergleichen mit der Frau von ganz zu Anfang. Kriegsgesteuert müssen wir Du jetzt hilfst hier. uns, wir helfen dir. Aber ich nehme erstmal Medipack. Also okay, ich bin auf meiner Seite gut auf Das beruht auf Gegenseitigkeit. Gegenseitigkeit, Preston. Man kann nie genug Freunde haben. Nicht Könnte im ich auch. Commonwealth. Also, als wir uns trafen, hast du gesagt, du würdest gerne helfen. Das hast du getan und wir verdanken dir unser Leben. Hier, es ist nicht viel, aber die beste Art, um dir zu danken. Korrekt. Ich nehm's gerne doch. Was jetzt? Gerne doch. Dankeschön. Jederzeit wieder. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort Sanctuary niederlassen. kenne ich doch von einem anderen Spiel. Geh zu Prison Gavin Sanctuary. Okay, Gavi, ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Das Loch in deinem Herzen. Sag es mir bitte. Ich muss es wissen. Du bist eine Frau ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Wer weiß die von dem Sohn? Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur seine Lebenskraft spüren, seine Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Oh. Da hätten wir dann auch eine Aufgabe bekommen. Was ist in Diamond City? Ist Sean dort? Also, Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist. Bring dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen Reden wir mal mit Space dir. Bridges. Wir Und unsere schulden dir neue was. Freundin Da hier gibt's keinen wird es Zweifel. auch brauchen. Bleib bei der Also legen wir Powerrüstung. los. Wäre schade, wenn die Rost Sanctuary ansetzen würde. wartet. Also Leute, Ich würde gern dank handeln. unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher, rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat Wo ist mein Hundi? Davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es Oh so Gott. hat? Schlimmer als Okay. kann es wohl Entspannt kaum. Euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also, Mark, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Ich steige erstmal wieder ein. Wir Also, müssen unbedingt. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Ja, einen Arm haben wir schon verloren. Okay. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten werden. Kommst du mit uns nach Sanctuary? Die Frage ist, sollen wir sie jetzt begleiten? Oder gehen wir erstmal nach Hause, legen ein paar Sachen ab? So, aber wir können laufen, das ist die Hauptsache. Wir sind direkt hinter dir, Boss. Aber ich guck mal auf die Karte. Das Sanctuary ist auch unser Örtchen hier, ne? Das haben wir jetzt quasi klar gemacht. Deswegen gehen wir da jetzt auch hin. Nehmen die Powerrüstung mit. Sind jetzt halt nicht der schnellste Läufer, auch kein guter Schütze.
Ja, das ist unwichtig. Hauptsache, wir kriegen das Ding dahin. Und deswegen spazieren wir jetzt hier mal ein bisschen. Das ist halt auch schön, dass du hier quasi deine Dorfbewohner zusammen machst. Du kannst ja dann, wie gesagt, den Ort aufräumen, da bauen. Und das Ding hier nach und nach verbessern. Also es ist ein bisschen so, wir bauen und bauen. Gibt es eigentlich noch sowas wie Schnellreise? Das würde mich jetzt mal interessieren. Schnell zum ausgewählten Ort reisen, ja. Ich trage zu viel. Dann auf dem alten Wege. Ich bin immer schneller als du. Von dem her passt das. Und guck mal, so weit ist es ja auch nicht, oder? Klingt, als solltest du dich besser auf den Weg nach Diamond City machen. Gut erkannt. Aber noch nicht. Noch lange nicht. Ja, der Hund, der steht jetzt wahrscheinlich da oben auf dem Dach. Den müssen wir später mal holen. Der wird wahrscheinlich nicht von alleine mitkommen, oder? Nee, da folgt uns keiner. Aber ist auch ein geiles Bild, ne? Du läufst hier das Gefolge hinter dir. Der Arm total Schrott. Nicht behaupten, dass ich diesen alter Pickel am Arsch des Commonwealths vermissen werde. Falls du von hier kommst, das war nicht böse gemeint. Komm, wir sind bald da. Und da sind noch Blumen, die man mitnehmen könnte. Hubbelblumen. Hubblumen, wie auch immer. Das Ding ist leer. Du sagst es. Wir laufen hier ganz geschmeidig. Akku leer. Kann ich den jetzt auch hier schon zwischenlagern? Ich weiß es gar nicht. Ich probiere es einfach mal. Wir haben ja das Gebiet quasi gesäubert. Ach komm. Egal, wir laufen weiter. Wo ist der? Wo seid ihr? Da seid ihr. Ich mache mir da die Werkstatt klar. Nahe des Bunkers vor allen Dingen ist halt das Wichtige. Levelaufstieg haben wir ja auch nicht, ne? Den wir irgendwie verpasst haben. Ne, wir sind immer noch Level 3. Trotz des Bosskills. Können wir nebenbei vielleicht ein Steampack nehmen. Dumm, dumm, dumm. Ja, schreibt mir mal runter, was ihr so von dem Spiel haltet. Klar, und ob es, dass es nicht das beste Spiel ist zum Let's Playen, ist mir bewusst, aber es ist ein Spiel, was ich gerne spiele. Das ist das Denkmal für die ursprünglichen Minutemen. Ich wusste, dass es irgendwo in der Gegend um Concord ist. Komm, so weit weg sind wir doch jetzt nun auch nicht. Das Coole ist halt, das ist eine Insel, ne? Das ist halt der Vorteil. Wahrscheinlich dadurch doch sehr sicher. Und wenn wir die hier nochmal halbwegs schick gemacht haben mit den Häusern und so, läuft das Ding. Ich weiß immer noch, dass ich zu viel trage. Da hat sich nicht zufällig noch was angesammelt. Nee, ist immer noch leer. Nicht schneller als 25 km/h. Kriegen wir hin. Ach, der gute Arm kaputt. Ups.
So, wie gesagt, ich will zur Werkstatt. Die war ja hier oben. Und im Notfall bauen wir uns dann ein bisschen was Schönes hier hin. Nur noch um die Kurve. Das ist bald geschafft. Piep. Boah, das Gepiepe nervt ein bisschen. Können wir hier nämlich unseren ganzen Schrott einlagern. Na, springen kann er noch. War die nicht hier? Da ist nämlich auch das Ding für... Guck mal, da ist unser Roboter. Der ist noch da und hier haben wir auch den. Der ist nämlich schon praktisch. So. Und hier können wir die nämlich schön reparieren. Helm ist da, linker Arm. Der fehlt halt komplett. Modell. Na, da brauchen wir noch einige Ränge für. Benötigt Rang 1. Benötigt Rang 1. Den kriegen wir so hin. Benötigt Charisma. Erhöht die Stärke, wenn alle Teile diese Lackierung haben. Erhöht den Charisma, wenn alle Teile diese Lackierung haben. Winteranstrich erhöht Energieresistenz. Lustige Sache. Komm, ich mal den Helm an. Helmlampe. Ja, benötigt Rang 1 Wissenschaft. Okay. Das ist schon mal lustig. Den Torso machen wir auch damit. Verlassen sie. Sieht schon mal ein bisschen ansprechend aus. Dann will ich jetzt gern mal hier herstellen. Lederrüstung, Harnisch ohne Extras. Was können wir denn hier machen? Gekocht. Leder, Leder, Leder. Wir brauchen über Leder. Was verbessert das denn? Verbessert Schaden- und Energieresistenz. Standard. Verschweißt. Räderrüstung, Harnisch, verbessert Schadensenergieresistenz, okay. Wenn wir jetzt hier natürlich noch einen Anzug nehmen. Komm, wir machen mal den linken Arm. Leichtbau, Glasfaser, ach hey, wo kriegt man das denn alles her? Gestärkt. Rüstungsmeister müssen wir dazu werden. Das können wir doch mal machen. So. Behandelter linker Arm. Was haben wir noch an? Rechter Arm. Verbessert Schadensenergieresistenz. Okay, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen durchgucken. Verlassen, ja komm. So. Was wir auch noch machen können, ist transferieren. Und zwar
gesamten Schrott. Wir sind immer noch zu voll gepackt und handeln können wir wahrscheinlich immer noch nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hin müssen, um ehrlich zu sein. Warte mal, Karte. Lokale Karte. Okay, der schickt uns natürlich ganz woanders hin. Geh zu Pristensky. So, ich glaube, ich werde mir aber erstmal ein Häuschen bauen. Nicht alles kann man einreißen. Ich baue mir mein Haus hier. Natürlich genau in die Spitze. So, mach mal ein bisschen Baumodus. Strukturen. Wir können uns jetzt so einzelne Sachen kaufen. Oder so fertige. Wenn bin ich ja schon für ein Metallhaus. Fertiggerüst, Metallwände, Dächer. Hm, wo ist denn hier die Treppe? Da ist die Treppe. Ich glaube, ich mache das mal hier so. Machen das ja auch so ein bisschen mit Werkstatt-Style. Dahin. Doch, das kommt, glaube ich, ganz gut, wenn hier dann nämlich die Tür ist. So. Das wird ein gutes Haus. Ach, guck mal hier, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ach, so ein Mist, was ist das denn? Fertighäuser. So mit Rundung und all sowas. Ist ja natürlich noch viel cooler. So, warte mal. Müssen wir halt so machen. Mit Mann. Die setze ich mal dahin. Kommst mal hier so hin. So, jetzt gucken wir nochmal. Wir bauen ja, wir wollen ja hier selber ein bisschen was Schickes machen. Hier ist direkt mit Wand halt. Na, Mist. Hm. Kann das nicht da hoch? Das lässt sich wohl nicht verbinden so gut. Verwerfen, ja. Das so mit einer Halbrundung dran. Das mit einer Wand. Das mit auch einer Wand. Was hat das dran? Metall fertig. Okay, komm.
Machen wir es doch nochmal so. Haben natürlich jetzt einiges eingesteckt und Verluste gemacht, aber das ist egal. Geh schon mal durch. So. Als nächstes braucht man die Wände. Das sind auch interessante Wände, übrigens. Metallwände. Die haben alle unterschiedliche Strukturen. So. Zack. Wir bauen uns ein Häuschen. Und das Material, was wir haben, wird immer weniger. Hauptsache, es ist sicher. Wo haben wir denn Türen? Mach ich den Ding mal raus. Wir bauen uns hier echt. Wir bauen uns hier zu. So. Was brauchen wir als nächstes? Noch mehr Wände? Ja. So, bloß jetzt geht hier keine Wand dran. So passt sie. Oh, ich habe keinen Stahl mehr. Nein. Also, warte mal, wir gucken mal jetzt hier bei Strukturen, Türholz. Können wir hier noch ein bisschen was machen? Ich habe kein Holz, also ich habe keinen Stahl mehr. Na gut, hier hätten wir dann nämlich später auch die Treppe. Die kommt dann aber ins Haus. Wir sind immer noch so schwer belagert. Okay, nein. Ist alles gar nicht so einfach hier Häusel bauen. Möbel. Ja, die brauchen wir uns gar nicht klauen. Ist das das Holz? Es gibt einiges an Holz. Lauf, komm. Ich will mir hier mal einen Schrank krallen. Nur der Bunker, der wird. Ist das Kamin, Fernsehschrank, Kiste. Kommoden waren hier nebenan. Ich nehme mal so einfach mal mit. Guck mal, da kommt der auch schon angelaufen. Hey, willst du mein Haus begutachten? Der läuft jetzt hier ein bisschen quer rum. Oh,
wir versetzen das Ganze später ein bisschen nach links und rechts. So. Nein. Verlassen. Jetzt können wir nämlich hier Sachen einlagern. Waffen, Kleidung, E-Ring. Alles, was wir erstmal so nicht brauchen. Und wir können wieder laufen. Oh mein Gott, ist das geil. Na, hier ist auch noch eine Ruine. Kriegen wir bestimmt noch ein bisschen Stahl raus. Perfekt. Können wir später nochmal ein anderes Haus hinbauen. Aber was ich mal eben testen wollte. Du kommst mal dahin. Bitte, bitte. Na komm schon. Die Wand weg. So. Wenn ich die dann hier aneinander setze. Zack. Zack. Das Ganze nämlich hier rüber schiebe, dann passt das nämlich, glaube ich, auch ein bisschen besser mit der Wand. Mit dem Fußboden. Na komm. Ich habe die zu blöd gegriffen. Stell mal ab. So, normal. Zack. Kommt jetzt hier hinten dran. So. Den kann ich jetzt auch mal schön versetzen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Aber läuft. Kommt einfach ein bisschen besser mit der Tür und so hier. Ich kann die sogar hier hinsetzen. Rein theoretisch. So. Da haben wir noch eine Wand übrig. Die will er dann natürlich nicht machen. Okay, gucken. Gehen wir nochmal hier bei Strukturen. Wände. Normale Tür gab es ja nicht. Ah, Mist. In so einer dummen Ecke. Nein. Okay. Das haben wir, das haben wir. So, jetzt wollte ich nochmal bei... Was haben wir hier? Zäune. Türen. In verschiedenen Farben. Teildächer, so halbrund und nicht rund. Normale Türen gibt es aber nicht, das ist blöd.
die passt hier nirgendwo ran. Davon ab, dass wir jetzt gar kein Metall mehr haben. So, komm nochmal. Gucken wir mal hier rein. Hier war doch irgendwo die Treppe. Ich hätte die Treppe gern indoor. Kann ich das unbedingt in die Hand setzen? Mal so. Sitzt irgendwie komisch. So. Müssen wir hier halt separat eine Bodenplatte holen. Oder verstehe ich das jetzt falsch? Das ist ja auch eine Holzbodenplatte. Nein. So, Holz. Boden, 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 Boden. Guck mal, hier hätten wir da sogar so ein Gestell. Ah, uns fehlt wieder Metall. Mein Controller ist fast leer. Na, toll. Ich will jetzt hier meine Hütte fertig haben. Das heißt, warte mal, das war jetzt hier, Holz. Okay, Holzböden. Eine Treppe mittendrin. Das ist eine kleine Platte. Ich brauche ja so eine Platte wieder. Das funktioniert halt nicht so ganz, wie ich das will. Okay, Wände, Dächer, Treppen. Ohne Dach gibt es das halt nicht, ne? Nee. Versteh das mal einer. Ich verstehe es nicht. Das kann man auch nicht hier ran tun. Die passt. Ja, besser als nichts. Dann haben wir hier wenigstens die Treppe. Hier oben könnten wir jetzt so ein halbes Ding machen. Aua. Dass man da rüber kommt. Ich darf nichts anvisieren dazu. So. Guck mal einer an. So ist das also. Jetzt verwerfen.
Und da noch einen hin. Müssen wir wahrscheinlich die Tür erstmal kurz umbauen. Hier will er nicht. Es hat alles super funktioniert. Warum jetzt nicht mehr? Ach, Menno. Kann man hier nämlich auch noch was schön verpacken. Es nimmt Gestalt an. Es ist ein bisschen schwierig. Definitiv so für den Anfang. Aber ihr seht, nach und nach. Und wir haben ja hier jetzt immerhin auch schon ein bisschen Platz und Freiraum drin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt ein bisschen was lernen können dadurch. Wenn ja, runter in die Kommentare damit. Hier passen 5 Leute rein. Ach nee, 5 Leute habe ich wahrscheinlich in meinem Dorf. Cotsworth. Willkommen zurück, Ma'am. Ich hoffe, Sie konnten Hilfe in Kong. Warum willst du nicht reden? Willkommen. Nichts Neues hier, wir werden sehen. Nichts Nützliches, neue Freunde. Könnte man so sagen. Ich habe neue Freunde gefunden. Davon kann man heutzutage nie genug haben. Finde ich auch. Und deswegen mache ich jetzt eine kleine Pause. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin.